Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Denn der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben, es gibt eine Fortsetzung von The Dark Pictures Anthology. Und zwar das brandneue Spiel namens The Devil in Me. Und für die Leute, die es nicht wissen, das ist wieder von den Machern von Until Dawn, von den Machern von The Quarry und natürlich von den ganzen anderen Dark Pictures, wie unter anderem Little Hope, was wir erst vor kurzem gespielt haben. Und ich habe hier eine kleine Beschreibung, um was es in dem Spiel geht. Und zwar steht hier: Ein Dokumentarfilmteam erhält eine Einladung in einen Nachbau der Mörderburg, die ursprünglich von dem Serienmörder H.H. Holmes erbaut wurde. Doch bald schon merken sie, dass sie beobachtet und manipuliert werden. Und plötzlich steht noch viel mehr auf dem Spiel als ihre Einschaltquote. Und für die Leute, die nicht wissen, wer H.H. Holmes war, nach welchem das Spiel inspiriert wurde, das war ein US-amerikanischer Serienkiller. Und man hat früher mal gesagt, es war der allererste US-amerikanische Serienkiller. Und der hatte halt so ein Mörderhotel mit so mega vielen Fallen und so ein bisschen wie bei Saw, kann man sich das schon fast vorstellen. Und davon wurde das Spiel inspiriert. Deswegen habe ich mega Bock, dies gemeinsam mit euch zu spielen, dieses Let's Play zu starten. Und deswegen labern wir nicht so lange und ich drücke direkt auf Spiel allein. Denn ich spiele solche Spiele immer sehr, sehr gerne allein. Und wir haben natürlich hier noch nichts zum Spielen. Deswegen neue Story. Herausfordernd, oder? Ja. Oder tödlich. Nee, machen wir herausfordernd. Oder tödlich? Der Tod ist unausweichlich. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Komm, wir machen tödlich. Wir spielen es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Let's go, komm. Das haben wir noch nie gemacht. Ich finde, heute ist ein guter Anlass dafür. Drücken, um mit Maus und Tastatur zu spielen. Oh, ich freue mich. Ich habe mega Bock, Leute. Das wird geil. Weil ich liebe diese Entscheidungsspiele. Für die Leute, die nicht wissen, um was, also wie dieses Spiel aufgebaut ist. Wir erleben eine Story, die ist wie so ein Horrorfilm aufgebaut. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Und bei jeder Entscheidung könnte es halt passieren, dass wir einen der Protagonisten verlieren. Jeder kann sterben, jeder kann aber auch die ganze Geschichte überleben. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir spielen heute auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Auf was habe ich mich da eingelassen? Ich hoffe, es war keine dumme Entscheidung. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und entschuldigt meine Stimme, wenn die heute so ein bisschen kratzig und ein bisschen ist. Ich bin irgendwie voll verschleimt. Manche Entscheidungen retten Leben. Ja, das haben wir ja schon gelernt. Oh, ich hab Bock. Ui. Andere sind tot. Brutal. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Oh, das ja. Sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Oh. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Haha. Geil. Wo seid ihr denn? Im Hotel oder was? Scheint so. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Ja, hat was. Checken wir ein. Checken wir ein. Geil. Deutsche Synchro ist manchmal so witzig. Hallo? Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Hallo. Versuch's nochmal. Ui. Das lässt ja nicht gerade drauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Also, wir kennen das. Wir können jetzt wieder die Entscheidungen treffen. Also, begeistert. Lass uns heute noch zur Ausstellung gehen, oder...
Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. So führt man doch kein Unternehmen. Auch jetzt komm. Wenn Sie langsam sind, bedeutet das nur, dass Sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Oh, hallo. Ich bitte um Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Oh, Moment mal. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Wie cool. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen im World's Fair Hotel. Das ist H.H. Holmes gewesen. Bitte unterschreiben. Der US-amerikanische Serienkiller. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Let's go. Ja, heute beginnen unsere Flitterwochen. Ja. Glückwunsch. Da scheint mir ein Upgrade angebracht zu sein. Die Flitterwochen-Suite. Oh. Ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Ja, das ein ist Geschenk ja des Hauses. Unser Glückstag. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank. Vielen Dank, Mr. Holmes. Geil, es soll er sein. Howard Holmes. Geil. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler? Oh, oh. Ich habe so einige Interessen. Beeindruckend. Bitte sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Ey, das ist super cool. Vielen Dank, Mr. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Den gab es wirklich. Müsste ich mal überlegen. Was ein kranker Typ dieser Mensch war. Der hat so ein richtiges Horror-Killer-Hotel gebastelt. Konstruiert. Gebastelt. Wenn die wüssten, wo die gerade rein sind. Oh, Schieße. Ich denke mal, das ist die Vorgeschichte. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Weiß ich nicht. Das hier vielleicht? Kann es sein? So komisch, dass mein Mauszeiger hier immer angezeigt wird. Ich verstehe das nicht. Weiß auch nicht, warum. Oh. Hat das jetzt irgendeine Rolle gespielt, dass das ausgewählt hat? Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht. Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar. Danke der Nachfrage. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Dieser miese Lustmolch. Würdest du wohl gern wissen. Wenn die nur wüssten, wo sie gelandet sind. Müsste ich mal überlegen, das ist, also H.H. Holmes hat wirklich so Räume gebaut mit Fallen und so. Was wohl hier drin ist? Rattlin Suit. Sweet. Langsam glaube ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder, verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Oh ja. Jetzt geht's Gestöhne wieder los, oh nein. Nur ein unfertiges Zimmer.
Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Was ist das? Oh oh. Safe ein Körper. Nicht bewegen. Okay, das kennen wir ja wieder. Herzschlag. Hallo, Mr. Holmes. Ich glaube, es war eine geile Idee, den schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu wählen für das Spiel. Ist einfach herausfordernder. Ich hab Bock drauf. Das war Nervenkitzel. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Gehen wir. Zudem habt ihr doch so ein Premium-Upgrade bekommen. Ich würde das nutzen. Oh oh. Wie einfach nur so dastand. Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochen-Suite. Wow. Hm? Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Schön, aber wir sehen das uns ganz sicher bald wieder. Du mieser Creep. Bei so einem Typ, da wäre ich nicht im Hotel geblieben. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Schön ist es. Oder meiner Königin. Oh. Du Charmeur. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Wie albern. Hey! Ah, Volltreffer! Auf den Pommes! Du hast es so gewollt. Komm, hier unten. Und? Hey, ich hab da unten hingezielt. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Was soll ich denn tun? Abfangen. Ach, ihr zwei Turteltäubchen. Ist so schlecht. Gnade, Gnade. Okay, du hast gewonnen. Bist du etwa verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Dieser Lustmolch. Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall. Ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Was ist denn das Geschenk? Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Ist er jetzt nackt? Ah. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Vielleicht bin ich der Lustmolch. Ich denke viel zu... Dann lass ich dich jetzt baden. Ich denke wie so ein kleiner Perverse. Oh. Da kann man wohl durchsehen. Ist das eine Kamera? Nee, ist so ein Spion. Damals gab es ja, glaube ich, noch nicht so Überwachungskameras. Dieses miese Rumgestöhne. Das war auch beim letzten Spiel schon so. Oh, was passiert jetzt? Cutscene. Ich frag mich, wann wir endlich selber spielen dürfen. Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Spam! Sesam, öffne dich! Danke. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch. Und auch ganz schön verboten. Rasieren.
Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. Aber grafisch ist das schon echt wieder schön, das Spiel, muss man sagen. Ja, also sieht wirklich... Wow, sieht wirklich gut aus. Echt schönes Spiel. So, laufen wir hier mal ein bisschen rum, gucken, was wir hier machen können. Ich wäre so gern mal in so einem Hotel, gell. Ist halt übel creepy, aber... Schon geil. Ich frage mich, ob es das Hotel von ihm noch gibt. Aber ich glaube nicht. Lieber nicht. Na gut. Dann lieber nicht. Und das Hotel soll auch damals so ein bisschen wie so ein Labyrinth aufgebaut worden sein. Hieß es immer. Oh, ich habe eine Tür gehört. Ha. Was? Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Ja, guck. Ich sag's gerade noch, das war wie so ein Labyrinth. Was? Boah, Alter, ich hab's gerade noch gedrückt. Alter, wir wären einfach gerade gestorben. Oh mein Gott. Ich hab's ja gesagt. Der hat da Fallen eingebaut. Marie! Oh oh. 1893 ist die spielt es gerade. Okay. Ja? Ach so, Pfeiltaste. Oh, das ist ja übel dumm. Dann lassen wir uns mal ein schönes Bad ein. Oh, ich liebe es zu baden. Also für die Leute, die mir hier auf Instagram folgen, ihr kennt ja meine sonntagliche Badefragerunde, wenn ich in der Badewanne chill. Okay, dann genießt das Bad. Ist ja auch eine schöne Aussicht. Herrlich. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass wir beobachtet werden. Oh oh. Hallo? Bist du das, Liebling? Ich glaube nicht. Jeff? Oh, spielen wir noch ein Spiel? Nein, nicht drauf reinfallen. Prüfen, entspannen. Komm, wir entspannen uns. Am Schluss ist das halt wirklich, weil er, aber, nee, wenn er es wäre, dann wäre er schon längst bei ihr, weil er sie doch... Schon zurück? Ja, das ist ja sehr Serienkiller. Weißt du, diese Wanne ist fürchterlich groß. Ich glaube, hier wäre noch Platz für jemanden. Oh. Das ist schön. Das ist der Serienkiller. Warum hat er so eine Schürze auf? Oh. Das ist ein klein wenig zu fest, Liebling. Jeff, das tut weh. Hallo, Liebes. Ganz leise. Wir wollen die anderen Gäste nicht stören. Lassen Sie mich kommen! Ich dachte wirklich, du würdest dich mir wehren. Oh, sehr gut. Schnell aufstehen. Schon besser. Ganz ruhig. Alter. Schade, ich hab die echt gemocht. Aber ich denke, dass es ist das Intro. Ich glaube, da gibt's keine Chance, dass irgendjemand überlebt. Was tun Sie da? Wenn Sie Marie angefasst haben. Damit kommen Sie etwas zu spät, Sir. Gibt es ein Problem, Sir?
So krank, das Hotel. Wir müssen mal überlegen, das gab es halt wirklich so in der Art. Dieses Horrorhotel. Oh nein! Da kommt bestimmt Gas raus. Ja. Ah, er kann sie sehen durch das Glas. Holy. Oha. Starkes Intro. Platz für alles. Alles. An seinem Platz. Deswegen waren da so viele Ringe. Sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Und da kommen die nächsten Opfer. Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Geil. Es war ein cooles Intro. Das hat Spaß gemacht. Das Intro kennen wir ja noch vom letzten. Kann man das überspringen? Kann man nicht. Dann mache ich kurz einen Cut, weil das kennen wir ja. Hi! Lang nicht mehr gesehen. Na? Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Oh, nur ein bisschen. Immer schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und ja. Sie sind in Stimmung für eine neue Geschichte. Das sind wir. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert? Wenn keiner sie erlebt. Da hast du wohl recht. Diese Geschichte handelt von Künstlern. Und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Das kennen wir. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt, als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Okay. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte sie. Und ich beobachte sie. Haha. Let's go. Das mit den Münzen ist mein neu. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich...
Hey, hi. Ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Boah. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Und? Was meint ihr? Ganz gut. Okay. Nein? Ganz ehrlich, Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Ein Haufen was? Code? Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham Dumet. Was kann ich für Sie tun, Mr. Dumet? Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumet. Das hört sich alles toll an, aber... ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja. Sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's. Okay. Mr. Dumet schickt Sie? Der... Gut. Wer war... Laden wir ein, Leute. Ich mach schon. Wer ist Mr. Dumet? Geht schon. Sorry. Wirklich? Ich meine, das ist dieses Ringlicht für schöne Porträts. Wir können es zurücklassen, okay, okay. Abenteuer, Spannung, Leute. Abenteuer, Spannung.
Dabei? Ausflug! Yay! Ausflug! Juhu, hurra! Juhu, juhu! Das wird super! Ja, Mann! Das wird mega super klasse! Ich hab richtig Bock! Auf den Ausflug! Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Warst Nein! Du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Picker. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Demet hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Natürlich. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen Gehört könnte, die zum mein Geschäft Plan? Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön. Das hat einen ganz bösen Hintergrund. Für die Show. Da bin ich mir sicher. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast du auch in Topeka gesagt. Vor allem... Das ist irgendein Typ, der besessen ist von H.H. Holmes und hat einfach irgendwie ein Haus nachgebaut mit Räumen, die eben ähnlich sind wie von H.H. Holmes. Ein bisschen Psycho, wenn ihr mich fragt. Und wir spielen eine Filmcrew und drehen dort eine Reportage. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Ich hab Spaß. Er filmt uns da. Gut. Und was jetzt? Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit oben. Wird aber super aussehen und wir können über dem Nebel filmen. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Okay. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Na los. Machen wir Aufnahmen von der Spitze des Leuchtturms. Eieiei, das sieht schon echt wieder verdammt gut aus, gell? Ihr wisst ja, ich bin so eine kleine... Ja, ich... Eine kleine. What? Ich liebe Grafik. Ich stehe da einfach... Weiß nicht, mir ist es immer... Ich liebe es, wenn Spiele gute Grafik haben und das sieht einfach wieder so gut aus. Sehr gut gemacht, Boys. Ja, aber das sieht richtig gut aus. Love it. Ich finde, es gibt dann halt immer noch geilere Feelings. Schon dabei. Okay, wir können noch sprinten. Ja, und diesmal versuchen wir wirklich darauf zu achten, dass wir auch wirklich die ganzen Verstecke und so finden, weil letztes Mal... Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Oh, so viel zu Plan A. Wir müssen drum herum kommen. Na los. Alles für die Aufnahme. Warnung. Hm? Cliff-Erosion. Sieht gar nicht so schlimm aus. Die Warnung, dass alles ins Meer fällt? Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Das sehe ich anders.
Ich sehe das auch anders, mein Freund. Was ich sagen wollte, diesmal müssen wir wirklich gucken. Ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Kein Problem. Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Ich versuche auf jeden Fall diesmal die Bilder und die Münzen und alles zu finden. Weil das gibt uns ja immer Hinweise. Okay. Und beim ganz letzten ehrlich, ich hatte gehofft, sehr wenig gefunden. Dass ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. Im Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte, die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Oha. Ja. Glaube ich, wenn ich mir das so anschaue. Okay, dann springen wir da mal drüber. Ich muss jetzt schon sagen, dass es mir viel, viel besser gefällt, wie es aufgebaut ist und wie es sich spielen lässt, wie Little Hope. Weil Little Hope war meistens echt nur so ein bisschen laufen und das war's. Und das ist viel immersiver, also es gefällt mir viel, viel mehr. Ich fand Little Hope eh nicht so geil, muss ich sagen. Okay, wir haben ein Feuerzeug. Lass mich da mal durch, Bursche. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Solltest du auch versuchen. Eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Wie kann ich das verstehen? Ach, einfach, okay. Es ist schon viel immersiver und das mag ich. Das finde ich cool. Wow. Guck mal, das ist ein geiler Fotospot hier, so für einen Pick. Gut posiert. Also bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen. Ich habe noch nichts gefunden oder so. Ich hoffe mal, dass es hier auch noch nichts gibt. Erstmal durch die Spalte durch. Ist cool, also bis jetzt gefällt mir gut, wie es schon mal anfängt. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja, das wird's wohl sein. Junge. Alter, das hat mich grad so erwischt. Das hat mich so erwischt. Oh mein Gott. Diese miese Puppe ist einfach nur eine Puppe. Aber das, dieser Jumpscare war so gemein. Oh. Ihr wisst, ich bin übel anfällig, was Jumpscares angeht. Der war dreist. Also der war richtig dreist. Oh. Ach, da mein Herz. Egal. Jetzt sind wir alle wach. Boah. Wow. Das ist eine coole Aussicht. Kommst du? Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komme,
Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Hm. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Verschlossen. Komm, gib noch einen Weg. Sicher? Ja. Ich sehe sogar... Optimistisch. Ich sehe sogar zwei Wege. Safe können wir einmal hier durch oder da hinten durch. Was ist das hier? Kann man da durch? Wo kann man? Boah, nehmen wir den oder den anderen? Lass uns einfach hier... Einfach die Mitte. Goldene Mitte. Ist immer gut. Dieser miese Jumpscare gerade, ey, mit der Puppe. Der war echt übel. Das ist ja der übelste Act, um da hochzukommen. Okay, du kannst wieder aufstehen, Bruder. Wo wären wir links hingekommen, wenn wir links lang gegangen wären? Also so kommen wir auf jeden Fall zum Leuchtturm. Wahrscheinlich müssen wir nachher eh nochmal da hinten rum. Spam! Nicht? Jetzt ehrlich nicht? Nochmal fester drücken. Ah. Ey, ich hab zu leicht gedrückt, okay. Ist gruselig. Es hat so ein bisschen was, ja, so einen mystischen Flair von, wie heißt's? The Fog, falls ihr den Film kennt. Der Nebel. Eine Kiste. Okay, mit einer Krawattennadel können wir das aufmachen. Oh, das ist eine Münze, oder? Nur eine alte Münze. Ja. Nice. Hals und Beinbruch. Okay, cool. Wir haben eine Münze. Mal schauen, was die uns später bringt. Die können wir dann eintauschen. Hey. Hat ja der Typ gemeint. Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Da. Warum kann ich das nicht greifen? Hier vielleicht? Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt hoch da. Ja, der Mann ist noch gut in Form, muss ich sagen. Er ist fit. Wenn wir überlegen, wo wir hier gerade schon überall hochgekraxelt sind. Nur ein kleines bisschen Anbruch. Und du läufst noch frei rum? Da sind wir im Leuchtturm. Was geht hier ab? Scheiße, was zur Hölle ist das? Sollte ich mich verstecken? Okay. Werde oh. Was schön ist dich kennenzulernen. Das war irgendein Tier, oder? Hm. Machen wir mal das Feuerzeug an. Hallo? Ansehen. Ui. Wow. Okay, das war eins von den Bildern. Wir haben ein Bild entdeckt. Das ist schon mal sehr gut. Das hat uns irgendwas gezeigt. Dass irgendein Boot explodieren wird. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Ja, und wahrscheinlich auch irgendein Raumduft. Aber wir sind ja jetzt noch im Leuchtturm, das ist ja nicht das Haus. Mal gespannt, was hier oben... Oh.
Ich ahne schon was, wenn ich das hier vorne sehe. Ja. Charlie, was? Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stoppt eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Tolles Hobby. Weiß ja nicht so recht. Weiß ja nicht so recht. Oh. Was in Gottes Namen ist das? Was ist das? Es bewegt sich. Das Ding bewegt sich. Gibt's da irgendwas zu sehen? Ich glaube nicht. Diese miesen Jumpscares immer. Ich hasse es, aber irgendwie liebe ich es auch. Hier gibt's gar nichts in dem Raum hier. Nee, oder kann man hier irgendwie... Nee. Ah, guck mal hier. Klettern. Natürlich. Eine Leiter nach oben. It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Bitte? Das ist aber gar nicht Englisch. Sieh mal. Das ist perfekt. Okay. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Haben wir mal kurz in einer anderen Sprache gesprochen. Weiß ich nicht, die Aufnahme sah ja nicht so toll aus. Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück. Das ist unser Taxi? Ah, so eine Art Fähre. Ja, okay. Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ja. Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar. Natürlich. Natürlich. Ah, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine kluge Idee war, dort mitzufahren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir kommen nicht mehr zurück. Lebend. Vor allem. Ah. Ich bin ja echt gespannt. Bis jetzt fängt es schon mal ziemlich cool an. Bin sehr gespannt, was so alles auf uns zukommen wird. Oh, da ist jemand mit einem gelben Oberteil. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist okay. Es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ja. Ganz schön okay. Zugeknüpfte Angelegenheit hier, Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Genervt oder neckisch? Ich bin nicht fürs Wandern angezogen oder huste dir kein Lungengewebe raus. Komm, hier, genervt. Warum geht das nicht? Ich war nicht auf eine Wanderung vorbereitet, Mr. Dumet. Es ist ein kurzer Weg. Dauert nicht lange. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Ja, aber ein bisschen extrem. Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Jetzt seid doch nicht alle so. Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen.
Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera, ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Okay. Wie sieht man, Mr. Dumet? Hier lang. Machst der ist ein bisschen ein komisch. Aufnahmen? Natürlich. Und da ist irgendwas los. Und sie ist so die ganz coole. Wer ist das? Den haben wir vorher schon kurz gesehen. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Oh ja. Und ich will wissen, was es ist. Ich auch. Was und hast bestimmt du auch. Vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Oh, das ist ihm gar nicht recht. Was ist los? Na los, ich erkläre es dir später. Warst du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Okay. Natürlich hatte sie das dabei. Und es ist gar nicht auffällig, weil die bestimmt schon lange weg sind. Erkunde die Insel. Okay. Ich glaube, die Insel erkunden werden wir in der nächsten Episode, meine Freunde. Das war's mit dem ersten Teil. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe sehr hohe Erwartungen zu dem. Es fängt ziemlich gut an, ja. Also es geht in eine gute Richtung. Ich bin sehr gespannt, ob es es auch hält und ob wir auch nicht, also ob es uns auch gefallen wird. Ich hoffe es so sehr. Ich habe so viele Erwartungen in dieses Spiel. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, meine Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst, falls der ein oder andere jetzt fragt, hey, wann spielst du weiter, wann geht's weiter? Jeden Montag, das heißt, in einer Woche geht's dann mit der nächsten Episode weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder alle am Start und habt Bock drauf. Wenn ja, schreibt es doch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet. Und bitte keine Spoiler, falls ihr schon mehr zu dem Spiel wisst. Denn ich möchte nicht gespoilert werden und ich denke, die Leute, die es anschauen, auch nicht. Deswegen vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ich liebe euch über alles. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das an dieser Stelle Alina Eisentraut, Andy 1323, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, CX Sensor, Kinga 1613, Löwe 2002, Michael F., Nordic Wolf Queen, Patrick und Jenny 2017, Patrick Wegmann, Pyrojan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonar Ümit Çakır, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuo Chan, Yvonne, Aliokto, Angelina R., ASMR Ruby, Babsi Butterfly, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, DG85, Ehrenblü, Ella, Enga, Fabienne Janitzer-Würsching,
FluffyXO, Fresh Callboy, Gabba 192, Game STR, Giuseppe Corrado, Go Hard, Isabel, Wernicke, Yannick Peters, Jennifer Kark, Jenny Doe, Jesse, Joanne M, Joel Schnell, Kai, Cassie, Kilian, Kim S, KK1987, Lea, Liam Pascal, Falkenberg, Madia Ahmed, Mandy172, Markus Pyrasch, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Marilu, Matthias HM, Max, Meier5000, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, Nico Hund, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Passi, Release, Sagaria3, Sangis, Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.